Elias hat seine Masterarbeit abgeschlossen. Mit Bravour und viel Freude. Leider hat das wissenschaftliche Arbeiten jetzt wohl ein Ende. Mit einem weinenden Auge macht er sich auf Jobsuche. Wie Elias geht es vielen Masterabsolvierenden an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die nicht wissen, dass es eine andere Option für sie gibt, die kooperative Promotion. Richtig gehört, auch an einer Hochschule kann der Doktortitel erlangt werden, in der Regel in Kooperation mit einer Universität. Das bedeutet, dass sich Elias über eine Tandembetreuung freuen kann, bestehend aus einem Erstbetreuenden einer Universität und einem Zweitbetreuenden der Hochschule. Ansonsten läuft die kooperative Promotion wie jede Promotion ab. Wie genau, das regelt die jeweilige Promotionsordnung der Universität. Elias kann also weiter wissenschaftlich arbeiten und das in einem gesicherten Arbeitsverhältnis von 3 bis 4 Jahren im öffentlichen Dienst. Während Universitäten der Grundlagenforschung verpflichtet sind, kann sich Elias bei der Themenwahl auf ein praktisches Problem stürzen. Er kann in spannenden, angewandten Fächern promovieren, zum Beispiel in den Bereichen künstliche Intelligenz, energieeffiziente Gebäude oder New Work. Die Möglichkeit der kooperativen Promotion besteht an allen Fakultäten, von Architektur über Informatik bis hin zu Tourismus. Oft kann die Promotion in Zusammenarbeit mit Global Playern erfolgen. Promovierende profitieren von dem Betreuungstandem. Sie erhalten Rückmeldung zu ihrem Fortschritt aus 2 Perspektiven und können das Netzwerk von 2 Personen nutzen, etwa in Bezug auf die Publikation der Forschungsergebnisse. Und nach der Promotion? Personen mit Doktortitel können sich auf hochwertige Karriereoptionen freuen. Die Wirtschaft wird sie mit offenen Armen empfangen und die Aussicht auf eine Führungsposition ist hoch. Viele machen sich selbstständig. Sie können aber auch ihren Weg in der Wissenschaft fortsetzen. Elias ist begeistert. Mit der kooperativen Promotion eröffnet sich ihm eine Möglichkeit, die perfekt zu ihm passt. Er informiert sich gleich auf der Homepage der Hochschule und spricht seine Professorin direkt an.